Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir sind heute im Tierschutzsiegerdorf Großdöbbern und stellen Ihnen Momo vor. Momo ist ganz, ganz kuschelig. Hallo Annette. Nein, doch. Doch, bist du. Hallo Annette. Hallo. Erzähl uns doch etwas über Momo. Ja, Momo ist schon ein kleiner Senior, ist ein Dackelmischling, der, sage ich mal, über 10 Jahre, also ich sage mal so 10 bis 12 Jahre wird er schon, denke ich, alt sein. Wir haben ihn übernommen aus einem anderen Tierheim, wo er schon relativ lange gesessen hat. Er war dort als Fundhund eingeliefert worden nach einem Autounfall. Er hat einen Hüftbruch gehabt. Das ist auch zusammengewachsen alles wieder. Also er kann jetzt wieder laufen, aber halt eben nicht so lange Strecken. Ist ja auch schon ein älterer Herr. Läuft ganz gemütlich Gassi. Also wirklich so kleine Rundchen um den Block und nicht viel Action. Ist sehr, sehr kuschelbedürftig, sehr anhänglich, also fixiert sich wirklich ganz, ganz doll auf seine Menschen, möchte dann auch gerne Einzelhund sein. Also er möchte nicht teilen müssen, weder mit anderen Hunden noch mit Katzen. Also er wäre so der perfekte Begleiter für ein älteres Ehepaar oder für eine alleinstehende Rentnerin, die einen Kuschelpartner sich wünscht, der auch mal mit auf der Couch sitzt, mit dem man noch gemütlich um den Block gehen kann. Und der einfach nur für einen da ist und für den man da sein kann. Ja. Aufgrund dieses Hüftbruchs, den er hatte, der da ein bisschen schief zusammengewachsen ist, braucht er ein Schmerzmittel einmal täglich. Das kostet aber nicht die Welt. Also das sind im Monat ungefähr 15 Euro, die man dafür aufbringen muss für das Schmerzmittel. Und damit kann der Momo auch wirklich alt werden. Das tut ihn jetzt nicht weiter einschränken. Was auf jeden Fall sein sollte, das neue Zuhause sollte entweder ebenerdig sein oder es muss ein Fahrstuhl vorhanden sein, ne, weil er eben halt jetzt nicht in die dritte Etage laufen kann aufgrund von seiner Hüfte. Und außerdem hat er so kurze Dackelbeine. Liebe Zuschauer, was Sie auch machen können, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann kommen Sie erst mal her, vereinbaren Sie einen Termin und gehen Sie mit Momo spazieren. Das kann man machen. Genau, das wäre sehr schön, weil dann lernen Sie den Hund kennen, der Hund lernt Sie kennen. Und Sie haben einfach die Möglichkeit zu schauen, ob die Chemie stimmt, ne, ob man wirklich dann sein ganzes Leben dann mit diesem Tier halt wirklich verbringen möchte. Ne, ich sag mal, der Momo ist zwar jetzt schon ein älterer Hund, aber ich sag mal, der kann auch noch 3, 4 Jahre, müssen Sie schon noch rechnen, dass der noch bei Ihnen bleibt. Genau, und irgendwann steigt dann Ihr Auto ein und sagt dann, hier gehe ich nicht mehr raus. Genau. Das wäre der Idealfall. Ja, vielen Dank, Annette. Vielen Dank, Momo. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie zuschauen. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir dann auch hören, wir haben den Hund, die Katze vermittelt. Das ist für mich natürlich sehr, sehr schön. Deswegen vielen, vielen Dank. Kommen Sie her hier nach Großdöbbern. Gucken Sie, was brauchen Sie, was möchten Sie. Sie möchten ein neues Tier haben. Dann kommen Sie einfach her. Ich sage Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.